Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich ein Kartencraft-Update zum Thema Winter-Weihnachten. Und ich habe einige Karten gebastelt mit nur einem Stempelset. Und zwar dieses hier mit den Eisbären von My Favorite Things. Und ich finde die so niedlich und auch die Farbkombi halt dazu, die man machen kann mit dem Blau-Weiß. Das gefällt mir echt gut. Ja, und ich wollte euch direkt mal zeigen, bevor ich die dann nicht mehr habe. Fangen wir einfach einmal an. Jetzt habe ich einmal die gemacht. Hier habe ich ja verschiedene Lagen Papier geschichtet sozusagen. Und das habe ich geprägt mit einem Schneeflockenpapier. Dann habe ich hier unten so ein Fähnchen mit einem Schriftzug. Da habe ich noch mit den Nuvot Drops dekoriert, und zwar mit denen. Und genau, hier den Hintergrund, den habe ich auch selbst gemacht, also das habe ich ausgestanzt. Und das ist mit einem mit dem Neonblau von Faltkarten gemacht. Ja, das ist meine erste Karte. Ich gebe das ein bisschen zur Seite. Upsi. Dann habe ich noch eine gemacht. Hier bin ich noch am Überlegen, ob ich hier unten auch noch mit den Nuvo Drops dekoriere. Das habe ich jetzt noch nicht, da war ich mir ein bisschen unsicher. Aber könnt ihr mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier noch dekorieren würdet. So, entweder halt mit dem blauen oder mit dem roten. Genau, könnt ihr mir gerne mal ein Feedback da lassen. Nur manchmal denke ich, vielleicht ist lieber weniger mehr. Man kann es halt immer noch machen. Ja, hier habe ich halt auch wieder einen Kreis ausgestanzt. Den Hintergrund habe ich mit einem Pinsel und den Distress Oxino, Distress Ink, weiß ich nicht mehr, gemacht. Dann habe ich hier halt ausgestanzt, das seht ihr ja, eine Schneeflocke nochmal ausgestanzt, und die Schneeflocke hat ja hier in der Mitte diesen Stern, und den habe ich aber nicht weggeschmissen, sondern habe ich hier oben auch noch einfach mit dekoriert. Ausgemalt habe ich hier die Stempel mit meinen Zigs. Genau, und hier halt auch mit dem Distress Ink so ein bisschen die Ränder eingefärbt. Das nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Das ist die zweite. Dann habe ich noch die hier gemacht. Genau, hier war ich mir auch noch nicht sicher, ob ich noch einen Spruch, aber ich finde es auch mal so schlicht, weil man schreibt ja meistens innen drin auch nochmal was rein. Ich finde die so niedlich, die Eisbären. Genau, und hier habe ich auch nochmal mit ein paar Enamel Dots dekoriert. Dann habe ich noch die hier gemacht. Hier habe ich unten noch mit so einem Glitzerschnee dekoriert. Ja, und die Eisbären habe ich hier mit Abstandshaltern draufgeklebt. Ja, hier unten, das habe ich auch ausgestanzt. Das soll halt so eine Schneelandschaft sein. Und hier, die waren halt am Fischen. Einmal die hier. Dann habe ich noch mal zwei ähnliche, und zwar diesmal in dunkelblau, auch mit Schneelandschaft. Der winkt, hier habe ich Schneeflocken ausgestanzt. Genau, und hier auch noch mal mit so ein bisschen mit dem Glitzerschnee so ein paar Schneepunkte gemacht. Und hier auch wieder halt mit dem Fischeimer. Habe ich noch so eine ähnliche gemacht, aber in etwas größer. Und zwar fährt hier der Eisbär auf dem Schneehügel Schlittschuh, und der Kleine, der winkt. Hier unten auch nochmal mit ein bisschen Glitzerschnee. Ja, und sonst ist die halt ähnlich aufgebaut. Ein paar Schneeflocken, ein bisschen Schnee dazu. Das war die. Und dann habe ich noch eine andere Farbe. Mit dem bisschen eher in grün-rot. Genau, die winken sich hier wieder zu. Hello there, habe ich dann da reingestempelt. Hier habe ich eine Art Rahmen gemacht. Und den habe ich halt mit so Abstandshaltern aufgeklebt. Genau, dann habe ich noch aus so silbernem Glitzerpapier zwei Schneeflocken ausgestanzt und hier halt ein paar Geschenke hingeklebt.
Das war dann die. Und eine letzte habe ich noch mit dem Set gemacht, und zwar die hier. Genau, da habe ich auch wieder, ich glaube, das Papier habe ich auch von My Favorite Things ausgestanzt, hier in der Mitte auf Aquarellpapier. Und das habe ich mit den Distress Oxiden, wenn ich mich richtig erinnere, mit, zeige ich euch sofort, ich glaube mit dem One Lipstick, müsste das die Farbe sein. Und zwar diese hier. Genau. Und das habe ich halt hier so ein bisschen den Hintergrund gemacht und dann habe ich einfach den Eisbär drauf geklebt und farblich halt passend die Schals ausgemalt. Hier habe ich jetzt extra nichts weiter zugeschrieben, weil ich mir gedacht habe, die könnte man auch halt zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass verschicken, weil die jetzt nicht unbedingt komplett weihnachtlich ist. Und deswegen habe ich die jetzt erstmal so ganz schlicht gelassen, weil mir die eigentlich auch so echt gut gefällt. Ja, das waren jetzt meine 8 Weihnachtskarten, die ich mit, wie gesagt, nur einem Stempelset gemacht habe, mit dem hier. Ihr könnt mir gerne mal ein Feedback da lassen. Und ich denke aber, es werden wahrscheinlich noch ein paar weitere Karten folgen. Irgendwie ist die Weihnachtszeit, weiß ich nicht, da bastel ich immer am meisten zu. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, ihr Lieben!